Rüdiger Abramczyk, Ihr erster Arbeitstag, wenn man so möchte, im Kasseler Aue-Stadion, zumindest Ihr erster Besuch heute hier. Wie hat es Ihnen gefallen in Kassel? Also ich bin ja schon mal ein bisschen öfter da gewesen in Kassel und ich muss sagen, das Stadion ist unheimlich schön geworden. Ich kenne es ja noch von früher, als ich auch noch gespielt habe hier mit Schalke mal. Mhm. Und da war es noch nicht so schön, aber das ist ein richtig schönes Stadion geworden. Und von Kassel selber habe ich noch nicht viel gesehen, mhm. außer dass ich meistens irgendwo in irgendeinem Restaurant sitze und mit dem Vorstand unterhalte und. Also das werde ich alles mal nachholen. Die Mannschaft hat ein respektables 1-1 gegen Worms erspielt. Wie ist Ihr erster Eindruck von dem Team, das Sie im kommenden Jahr formen sollen? 1-1 ist sicherlich nicht schlecht, das muss man auch sagen. Ich glaube, am Mittwoch wurde ja auch gespielt. Und man hat aber auch gesehen, dass da ein bisschen die Kraft nachher gefehlt hat. Kein Zweifel. Aber wie gesagt, auf diesem Platz, der für mich sehr, sehr schlecht ist, der vom Rasen sehr schlecht ist, konnte man also auch nicht mehr erwarten. Also für mich nicht mehr erwarten, weil ich glaube, wenn man auf einem schlechten Rasen spielt, dann spielt man noch keinen guten Fußball. Also es wird dann mit vielen langen Bällen gespielt, was ich heute hier gesehen habe, und das ist eigentlich nicht so das Fußballspielen, was man sehen möchte. Also erste wichtige Aufgabe, Rasen austauschen. Nein, nicht Rasen austauschen, aber müssen mit der Stadt mal reden, ob man das nicht, ob man da was ändern kann. Aber dann ernsthaft, wie muss man sich Ihre Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen jetzt vorstellen bei der Suche nach neuen Spielern? Oder ja, erstmal müssen wir ja zusehen, dass ich mit dem Trainer mal in Ruhe rede, der mir dann natürlich auch sagt, welche Spieler er behalten möchte. Und danach werden wir dann eben nach Spieler suchen. Und wie, diese Suche sieht wie aus? Suchen Sie bevorzugt in der Region? Suchen Sie bei Clubs, bei denen Sie selbst gewesen sind? Wie funktioniert das? Ja, das werden wir sehen. Also ich bin jetzt ganz entspannt und ich werde mir jetzt erstmal in Ruhe überlegen, welche Spieler wir dann holen müssen, und danach werden wir dann eben handeln. Ob wir das aus den Clubs, wo ich gespielt habe, viel besser als Trainer war, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das muss man ja erstmal sehen, ob die auch alle noch unter Verträgen sind und ob man überhaupt einen rauskriegt. Aber sicherlich kenne ich einige Jungs, die sicherlich hier gut hinpassen werden. Sind Sie schon so mutig im Augenblick zu sagen, wir haben eine Zielsetzung für die kommende Saison und die sieht so und so aus? Ja, also eine Zielsetzung ist ja für mich immer, um den ersten Platz zu spielen, und sonst ist eigentlich uninteressant die ganze Sache. Man muss aus der Regionalliga raus hier, finde ich, weil mit dem Stadion, was man alles hat, und mit dem Potenzial an Zuschauern, wenn man raus ist, muss man einfach um den ersten Platz mitspielen, ganz einfach. Und danach werden wir dann auch schauen, wie wir eben die Mannschaft zusammenstellen, dass wir eine starke Mannschaft haben, dass die auch oben mitspielen kann. Okay, dann danke ich Ihnen jetzt mal. Okay, ciao.